So, dann müssen wir jetzt. Bahntechniker, bitte melden Sie sich am Ankopplungsbereich der Hyperion. Jetzt gehen wir mal noch mal Kyrostation. Ich mach's wieder gut, Dash. Versprochen. Pathfinder, ich bin Nigel McCoy, frisch aus dem Kälteschlaf. Willkommen in Andromeda, Nigel. Danke. Allerdings, mein kleiner Bruder Dash war auf der Nexus. Nun habe ich erfahren, dass er starb, als er auf Eos seine Siedlung errichten wollte. Eos ist eigentlich ein Held gewesen, ne? Wir werden sein Opfer nicht vergessen. Richtig. Alles, was ich von nun an tue, wird für ihn sein. Ich habe einen Anhänger, den unser Vater getragen hat. Dash hatte genauso einen. Würden Sie sie wieder zusammenbringen? Natürlich. Er hat in seinem digitalen Tagebuch einen Ort auf Eos erwähnt, wo er immer nachgedacht hat. Wenn Sie den Anhänger dorthin bringen könnten... Okay. Wir müssen eh auf Eos. Eine kleine Nebenmission. Mein Bein fühlt sich schon wieder besser an. Es sieht nach. Fischer, schön, dass es Ihnen wieder besser geht. Das war vielleicht eine Expedition, was? Der Captain meinte, ich würde im Log als erster Mensch vermerkt, der Kontakt mit den Cat hatte. Und Kirkland als ihr erstes Opfer. Ich wünschte, es wäre anders verlaufen. Es war auf jeden Fall Schuld der Cat. Es war nicht ihre Schuld. Die Cats sind eindeutig feindselig. Und daran konnten und können wir nun mal nichts ändern. Das stimmt vermutlich. Aber es ist einfach nicht das, was man sich erträumt. Man trifft auf eine neue Spezies und 3 Sekunden später will sie einen umbringen. Ich schätze, so ist nun mal das Leben. Nicht jeder sieht die Dinge wie wir. Trotzdem, lassen Sie sich nicht unterkriegen. Es wird besser werden. Genau. So, dann haben wir noch die Doktorin. Ryder, schön, Sie zu sehen. Das mit Ihrem Vater ist eine Tragödie. Tut mir leid, dass wir ihn nicht retten konnten. Ja, wie ist er denn gestorben eigentlich? Ich weiß noch gar nicht, wie er gestorben ist. Wie ein Held. Und das ist das Einzige, was zählt. Ich traf bisher nur einen Pathfinder, also mit ihnen 2. Aber ich denke, auf einer unbekannten Welt sein Ende zu finden, ist ein guter Tod. Ja, das ist irgendwie passend. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass ihre Schwester hier durchkommt. Na. Wie geht es Sarah? Ihr Zustand ist stabil. Ich registriere REM-Aktivität im Gehirn, also träumt sie. Das bedeutet, die Verdrahtung funktioniert noch. Wie kam es dazu? Purer Zufall. Wir sind im denkbar schlechtesten Moment mit der Geißel zusammengestoßen. Die Stase-Aufhebung hatte gerade eingesetzt. Es ist ein riskanter Augenblick, wenn du aus einem 600-jährigen Schlaf erwachst und dann zack, die Schaltkreise sind durchgebrannt und haben die Neuralverbindungen überlastet. Aber keine Sorge, ich kümmere mich darum. Wir verlieren nicht noch einen Rider. Bleiben Sie hier auf der Hyperion? Kennen Sie den Moment, an dem Ihnen klar wird, dass Sie schlicht und ergreifend zu alt sind? Ja klar. Was erzähle ich das Ihnen? Aber er kommt, das können Sie mir glauben. Für mich war es Habitat 7. Ich habe gesehen, wie Sie und Ihre Kameraden blitzen und den Cat ausgewichen sind. Das ist was für junge Männer. Ich gebe es ungern zu, aber die Zeiten liegen hinter mir. Werden Sie vermissen. Wir werden Sie vermissen, Harry. Schlagen Sie einfach hin und wieder ordentlich Krach, okay? Indirekt lebe ich nämlich durch Sie weiter. Abgemacht. So, ist das jetzt hier noch da? Wie sind Sie bei der Initiative gelandet?
Naja, man erreicht irgendwann im Leben den Punkt, an dem man sich fragt, ist das wirklich alles? Ich hatte in der Milchstraße alles erreicht, was möglich war. Meine Zukunft sah ziemlich trist und uninteressant aus. Die Reise hierher war die längste Midlife-Crisis der Welt. Mit der Chance, eines Morgens aufzuwachen und Hoffnung zu verspüren, statt Arthritis. Gut. Das wäre alles, Harry. Danke. Kommen Sie ruhig wieder vorbei. Falls sich bei Sarah was ändert, melde ich mich. Nicht gut. Das ist Sarah? Wissen wir noch nicht. Ryder? Hey, wie geht's der Wunde? Der Arzt sagt, ich werde's überleben. Und so wird aus einer lebensbedrohlichen Schusswunde eine Geschichte, die ich eines Tages meinen Enkeln erzählen werde. Und Sie müssen nicht mal übertreiben. Der Kampf auf Habitat 7 war wirklich hart. Ich bin nur froh, dass ich nicht auf der anderen Seite stand. Ja. Ich hab auf den Sack gekriegt. So, Greer? Greer, wie geht's Ihnen? Ich bin dankbar. Wenn Sie und Liam mich nicht in der Höhle gefunden hätten, nur Gott weiß, was die Aliens mit mir angestellt hätten. Wir konnten niemanden zurücklassen. Ja, aber Ihr Vater und Kirkland. Ja, wir werden sie vermissen. Wir werden Ihr Opfer nie vergessen. Es ist sehr mutig, sein Leben für das Gemeinwohl zu riskieren. Ja, aber es ist unfair. Wir sind gerade erst angekommen. Es tut mir leid, dass ich nicht bei Ihnen bin, aber Kirkland war ein Freund und ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich verstehe. Habitat 7 war ein unangenehmer Weckruf. Passen Sie auf sich auf, Greer. Sie auch. Und nochmal danke. So. Können wir hier was scannen? Nö. Was ist sonst das bei... Gut, dann machen wir uns mal auf dem Schiff. Die Normandie war ja schon geil, Mass Effect 3. So. Da war mein... Mal sehen, was wir hier für ein schönes Schiffchen kriegen. Mal sehen, was uns Tan gibt. Es soll was Besonderes sein. Wir sind unterwegs. Ist das Schiff bereit? So gut wie, und es sieht fantastisch aus. Wir sind gleich da. Wie es aussieht, werden wir da draußen auf uns gestellt sein. Mit anderen Worten, wir improvisieren. Ja, wir nennen es taktische Improvisation. Aber zumindest tun wir es mit Stil. Das ist die Tempest. Nicht schlechter Specht. Sehen wir sie uns mal genauer an. Gebt mal ein bisschen Gas, Leute. Wir sind 14 Monate im Verzug. Sie sind also derjenige, der hier das Sagen hat. Vetra. Vetra Nix. Logistikerin, Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Sind wir soweit? Je schneller wir verschwinden, desto besser. Sie kommen mit uns? Ja, andernfalls würden sie dieses Schiff nie von der Station lassen. Weshalb die Eile? Ich will einfach nicht noch mehr Zeit vergeuden. Moment mal. Sie gehen nirgendwo hin. Verdammt! Hab's mir doch gedacht, da stimmt irgendwas nicht. War's nicht? Ist eigentlich Blödsinn. Was ist hier los, ja? Stimmt was nicht?
Direktor Addison verlangt eine vollständige Aufstellung der Vorräte, Munition und Crew der Tempest. Direktor Tan hatte anders entschieden. Das Schiff ist mit Ausrüstung für die Außenpostensuche bestückt und fällt somit in Direktor Addisons Ressort. Ich kenne sie doch. Ben, richtig? Sie sind mit Ihrer Familie hier, oder? Und Ihr Sohn ist noch in Stase? Ich könnte dafür sorgen, dass er vorgezogen wird. Wirklich? Ja, wirklich. Es hieß, er sei nicht essentiell, aber er fehlt mir. Ich weiß, ich habe auch Familie, Ben. Erledigt. Addison wird mich umbringen. Beeindruckend. Das gehört zum Job, Pathfinder. Abgesehen davon war es nicht wirklich schwierig. Und im Moment brauchen sie Leute, die Probleme lösen, statt neue zu schaffen. Endlich jemand, der wirklich etwas bewegt und nicht nur darüber redet. Das ist schon krass, wenn du 600 Jahre schläfst, du als einziger von deiner Familie wach geworden bist, weil sie dich brauchen und der Rest deiner Familie noch schläft. Der neueste Stand der Technik. Labors, Sensoren, Forschungsausrüstung und natürlich die Crew. Sie sind die Besten ihres Fachs. Schön, dass es Ihnen so gut geht, Scott. Das Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche. Aber es läuft verdammt viel ruhiger. Das ist Gil Brody, Techniker, Mechaniker und Allround-Schrauber. Das hier nennen wir den Forschungsraum. Hier können wir Ausrüstung aufwerten, Daten sammeln. Router aktiviert. Verbindung zur Tempest wird hergestellt. Willkommen an Bord, Sam. Und Ryder, natürlich. Suvi Anwar, unsere Wissenschaftsoffizierin. Ihr Quartier liegt unten. Hier oben ist genug Platz, um alle zu versammeln. Das ist Ihr Schiff. Es ist leicht, unauffällig und das schnellste seiner Klasse. Sämtliche Pläne der Initiative sind gescheitert. Es ist jetzt an uns, einen Weg zu finden. Wir alle sind bereit für diese Herausforderung. Sobald Sie losfliegen wollen, gehen Sie auf die Brücke. Unser Pilot sorgt dafür, dass wir startklar sind. Ich sollte zur Brücke gehen, wenn wir startbereit sind. Ja, das Schiff ähnelt schon eng der Normandie, ne? Ist das vielleicht die gleiche Schiffsklasse? Könnte das sein? Wir nennen das den Forschungsraum. Sie können von hier aus Forschungsprojekte durchführen und mit der Nexus koordinieren. Sehen Sie sich mal dieses Spielzeug an. An den Verkauf, okay. Wir fliegen jetzt erstmal los, würde ich sagen. Das können wir uns auch nochmal angucken. Abflugvektor ist festgelegt, Nexus-Kontrolle. Ah, ich sollte mich vorstellen. Hallo, Jeff. Und Sie müssen Ryder sein. Es ist mir eine Freude, hier zu sein und Sie kennenzulernen, natürlich. Ich werde die Tempest auf Ihre Befehle hin steuern. Sie ist ein wundervolles Schiff. Trotzdem brauchen wir einen Pathfinder, der uns durch Helios führt. Das ist alles noch neu für mich, Pathfinder zu sein, ein Schiff zu kommandieren. Sie kriegen das hin. Mit dem Schiff kann ich Ihnen helfen. Ich kannte die Tempest schon, als sie noch ein Bauplan war. Ich war Testpilot für die ersten Prototypen der Tempest. Mir juckt es in den Fingern, sie da draußen in Aktion zu erleben. Also, wie kann ich... Die Konsole synchronisiert sich mit Ihrem Implantat. Sie müssen nur wischen und hier ein Ziel berühren. Das NAV-System berechnet dann alles. Äußerst effizient. Es wurde für einen Pathfinder optimiert. Vorkehrungen sind abgeschlossen. Bereit? Kann man für sowas Großes überhaupt bereit sein? Ja, unsere Reise ist was ganz Großes. Allein die Reise nach Andromeda war schon ein großer Schritt. Alles klar.
Entschuldigung. Entschuldigung. Der Steuerungszugriff wurde erfolgreich übertragen. Die Wissenschafts- und Überwachungsstationen sehen gut aus. Lexi gibt grünes Licht. Das Steuer ist frei. Gil meldet, der Antriebskern ist online. Es ist soweit, Ryder. Die Tempest gehört Ihnen. Möchten Sie vielleicht noch etwas sagen fürs Logbuch? Ja. Also 1 und 3, nee. Hoffnung. Träume. Wir alle hofften auf eine goldene Welt und wurden enttäuscht. Aber halten Sie an diesem Traum fest. Wir können ihn wahr machen. Nexus-Kontrolle, hier spricht die Tempest. Identifikation 2527, bereit zum Start. Abflugvektor bestätigt, Tempest. Viel Glück, Pathfinder. Nach Eos. Das wäre unser Habitat 1 gewesen. Zwei gescheiterte Außenposten haben dieser Idee ein Ende bereitet. Vielleicht können wir das Blatt wenden. Kello, bringen Sie uns hin. System Pythias. Habitat 1 der Andromeda-Initiative. Bezeichnung Eos. Es sollte ein einfacher erster Schritt sein. Nur leider ist niemand außer uns aufgetaucht und wir wurden vermöbelt. Zweimal. Wieso hat Sam die Frequenzerfassung geändert? Was hören wir, Sam? Da ist ein Signal, Pathfinder. Ich empfehle eine sofortige Untersuchung von Eos. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Es ist also vom Fliegen her so wie bei Mass Effect 3. So ähnlich zumindest. Finde ich aber gut gemacht. So, hier sollen wir aber eigentlich hin. Wenn ich jetzt hier, oder? Steig mal hier so aus. Alter. Ey, alter Schwede. Wahnsinn. Der Mond war, glaube ich, auf der anderen Seite, ne? Sehen wir jetzt nicht, okay. Ein identisches Signal wie auf Habitat 7. Mögliche Atmosphärenmanipulation. Ist das überhaupt möglich?
Das werden wir rausfinden. Wenn es wie auf Habitat 7 ist, werden wir zweifellos auf Cat treffen. Verfügbare Materialien V, weiß ich nicht. Fe war es, glaube ich, Eisen. C, Kohlenstoff. AI, Aluminium. Die sind noch gesperrt. Guck mal hier, andere Pistole. Wasser macht doch weniger Schaden. Keine Mods. Hier Mods reinmachen? Okay. Kritte VI verbessert das Zusammenspiel zwischen Nahkampf und... Komm schon. Kraftaufladetempo. Gut, das ist noch gesperrt. Rüstung. Keine Mods. Mal auch nur die. Okay. Bin soweit. Ready, Freddy. Hoffe, das gilt für uns alle. Kello? Ich integriere Sams Suchgebiet. Mir ist schleierhaft, wie er dieses Signal durch die Stürme empfangen hat. Multisensorischer Neuralabgleich. Beeindruckend. Alles tipptopp. Ich fahr die Kompensatoren hoch. Sie justieren schon die Anzeigen? Wir werden hier mehr erfahren als die Nexus in all den Monaten. Was? Ich sagte, die Hoffnungen so vieler Leute ruhen auf uns. Sie hatten EOS abgeschrieben. Was ja auch klar ist. Statt einer goldenen Welt erwartete sie der Tod. Man weiß nie, wie die Überlebenden... Oh. Tut mir leid. Alles okay? Ja. Ich hab die Ausbildung, die Leute, ein Schiff. Wir schaffen das. Pathfinder, die Tempest ist soweit. Wir können! Gehen wir runter. Sie wissen nicht, wie lange ich das schon von einem Pathfinder hören wollte. Kein Problem. Schilde halten, passe den Vektor an. Wir schaffen das, oder? Verdammt! Da, setzen Sie uns bei diesem Navpunkt ab. Soll man da überhaupt anfangen?
Den Berichten zufolge toben auf diesem Planeten tödliche Stürme, die durch die Strahlung der Geißel kontaminiert sind. Die Besiedelung von Eos blieb aufgrund der äußeren Bedingungen und letztlich auch feindseliger Auseinandersetzungen unvollendet. Und ohne Pathfinder. Wenn Eos so ist wie Habitat 7, muss das Signal, das wir gescannt haben, mit der Atmosphäre verbunden sein. Wir könnten es mit der Antenne des Außenpostens orten. Schalten wir den Strom wieder ein. Ihnen muss doch bewusst gewesen sein, dass es in diesen Bedingungen nicht standhalten kann. Sie hatten keinen Pathfinder. Jetzt haben Sie einen. Wir werden Eos zu einem Zuhause machen. Das sieht nach Bergungsgut aus. Und es ist neu. Höchstens ein paar Tage alt. Ist etwa noch jemand hier? Tja. Das wüsste ich auch gerne, ob hier noch jemand wäre. Die Tür wird zwar durch ein Notstromsystem versorgt, ist aber mit einem Codeschloss versehen. Anlage 1 hat individuelle Sicherheitscodes ausgegeben. Jeder Außenposten wird autark verwaltet und stellt eigene Protokolle auf. Sag doch einfach, dass wir sie ohne die Codes nicht öffnen können. Ohne die Codes können wir sie nicht öffnen. Ich habe einen Codeschlüssel gefunden. Der müsste uns helfen, reinzukommen. Wir haben heute den ersten Kolonisten verloren. Der Sturm kam aus dem Nichts. Lockley hat versucht, unseren Pflanzen abzudecken und dabei den Halt verloren. Er wurde einfach weggerissen. Seine Frau ist noch im Kälteschlaf. Vielleicht weiß ich ja, was ich ihr sagen soll, wenn sie irgendwann wecken. Okay. Die Tür wurde mit Energie versorgt, die Innentüren aber nicht? Für die volle Funktionsfähigkeit der Anlage wäre eine aktive Energierelaisstation erforderlich. Das bedeutet, dass die Antenne auch keine Energie hat. Vielleicht verraten uns die Loks, was mit dem Energierelais los ist. Ich habe ein partielles Lok, kann aber die Antenne nicht einschalten. Etwas blockiert die Energieversorgung. Die Ursache ist eine externe Sperrung. Ihr Ursprung liegt in einem nahegelegenen Energierelais-Turm. Dann sind wir also nicht die Einzigen, die sich dafür interessieren, was hier passiert ist. Sehen wir uns diesen Relais-Turm mal an. Sandstürme, Strahlung. Was zum Teufel hat sich Addison nur dabei gedacht, uns hierher zu schicken? Eos sah vielleicht damals in der Milchstraße fantastisch aus. Aber aus der Nähe betrachtet, ist es die reinste Hölle. Farthingale sagt mir ständig, ich soll positiv bleiben, damit sich der Rest des Teams an mir aufrichten kann. Aber ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass ich hier draußen sterben werde. Ja. An. Dieser Ort ist eine Ödnis. Die Strahlung in der Atmosphäre von Eos erzeugt eine lebensfeindliche Umgebung. Strahlung? Unsere Anzüge schützen uns doch davor, oder?
In Anlage 1 gibt es Schildmasten, die das Ausmaß der Kontamination dämpfen. Und was ist, wenn wir uns außerhalb des sicheren Bereichs von Anlage 1 aufhalten? Das wäre nicht ratsam. Diese Schildmasten bieten Schutz vor der Strahlung, werden aber nicht mehr lange halten. Sehen Sie sich die Chargennummer an. Der Außenposten hat schon eine ganze Menge davon verbraucht. Das kann unmöglich schon länger hier sein. Den Rufzeichenprotokollen zufolge befindet sich dieses Shuttle im Moment auf der Nexus. Da hat sich jemand nicht an die Regeln gehalten. Ich glaube, damit reinigt man Wasser. Das Ding ist riesig und kaputt. Waren das die Stürme? Hier wenigstens noch viel Wasser. Funktionsfähig, Pathfinder. Kein Wunder, nachdem sie so lange ohne Strom war. Wir hatten nicht mit solchen Bedingungen gerechnet. Wie auch. Diese Analyse liefert uns wichtige Forschungsdaten, Pathfinder. Wenn Sie durch Scans weitere dieser Daten erfassen, können wir neue Technologien und Upgrades für beispielsweise Ihre Waffen und Panzerung entwickeln. Pathfinder, diese Tür ist versperrt. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen oder sich Zugang zu diesen Gebäuden zu verschaffen. Noch ein Code, so wie der, den wir schon gefunden haben. Muss ich die alles scannen? Das ist ein Aufklärungsposten, Pathfinder. Er ist unerlässlich, um Ressourcen zu bewegen und Fahrzeuge einzusetzen. Dann werden wir wohl ein paar neue Posten errichten müssen, sobald wir nicht mehr in der Nähe derart vieler Bauwerke sind. Die Strahlungswerte liegen im kritischen Bereich. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit.
Oh nein. Ich glaube, um das analysieren zu können, müssen wir alles scannen, ne? Nicht, was dann da passiert. Dieses Bauwerk da vorne. Was ist das, Sam? Es entspricht dem Profil einer Energierelaisstation, Pathfinder. Sehr gut. Wenn wir sie zum Laufen kriegen, werden die Gebäude vielleicht mit Strom versorgt. Und wir erfahren, woher dieses Signal kommt. Ich scanne hier noch eben schnell durch. Den da haben wir, glaube ich, schon. Ja. Okay, dann haben wir alle. Da sieht das Schiff geil aus. Schade, man kann ja nicht reingucken. Aber rausgucken könnte man. Pathfinder, diese Tür ist versperrt. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen oder sich Zugang zu diesen Gebäuden zu verschaffen. Okay.